an. Wir wechseln das Thema, kommen jetzt zum Motorsport. Alle Motorsportfreunde werden jetzt ganz genau zuschauen, mit Sicherheit. Denn am Wochenende fand in Hamburg ein 24-Stunden-Autorennen statt. Da ging es richtig gut zur Sache. Alle bekannten Teams, hat sie mir hier aufgeschrieben, Opel, Subaru, Nissan und. Sie waren alle am Start. Und warum dieses Rennen noch eine ganz besondere Atmosphäre hatte, das sehen Sie jetzt. Eines haben sie alle gemeinsam. Der Printjournalist Thomas Vogt, die Hamburger Vielmann-Angestellte Katrin Martens, Teddy Schaller, Kriminalpolizist mit dem zuständigen Ressort Zuhälterei, der Tourenwagenfahrer Sascha Masen aus Aachen und die Layouterin Susanne Scheller, Spitzname Maxu, einige andere und dieser kleine Junge. Sie alle sind Motorsportfanatiker. Im fünften Jahr schon findet hier im Renncenter am Bramkamp das 24-Stunden-Carrera-Rally-Race statt. Wie bei den Großen wird nach einem festgelegten Reglement gefahren, die Rennautos müssen vermessen und gewogen werden. Der Countdown läuft. Um 12 Uhr mittags heißt es dann für die Asphalt-Cowboys High Noon. Eine Handvoll Teams ist an den Start gegangen. Erlesene Namen wie Opel, BMW und Subaru sind dabei. In der Mannschaft muss jeweils eine Frau und ein Senior mitfahren. Alle Piloten müssen mindestens 5 Stunden am Drücker stehen. Das besagen die Statuten. Und das ist ernst gemeint. Dadurch, dass man hier eine Teamleistung abliefern muss, das muss alles stimmen. Es sind 4 Leute, die die Autos bewegen oder das Auto bewegen. Das Auto muss vorbereitet sein, die Taktik muss stimmen. Das Catering muss stimmen. Ja, so ein bisschen Streitereien gibt es immer im Rennsport. Da sind schließlich der Adrenalinspiegel, ist Oberkante, Unterlippe. Und gerade hier auf so einer Slotcar-Rennbahn, da kickt mal einer den anderen raus und dann wird ein bisschen rumgeschrien. Aber wir haben da eigentlich ein ganz gutes System, um das in den Griff zu kriegen. Es gibt also für Fouls gibt es Stop-and-Go-Strafen. Und wer dabei sich erwischen lässt, der steht dann 10 Sekunden still und kriegt auf die Art und Weise, wird er dann wieder ein bisschen runtergekühlt. Damit für alle die gleichen Bedingungen herrschen, wurden 3 Motoren zugelost. Diese überhitzen sich allerdings dann im Laufe des Rennens und dann kommt es automatisch zum Boxenstopp. Die gesamte Lichtanlage neu gemacht. Halbe Stunde, 140 Runden Minimum verloren. 170 bei dem einen Team, bei dem TV-Team. Tja, jetzt holen wir auf oder versuchen das wieder von hinten aufzurollen, das Feld. Den Mitstreitern vom Speedpool-Team ergeht es da auch nicht viel besser. Das ist zu kurz, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, echt. Sage und schreibe 10 Minuten, dauert die Reparatur und damit ist eigentlich jetzt schon klar, Speedpool hat keine Chance mehr. Das Rennen geht derweil weiter und das Opel-Team um Thomas Vogt drückt sich Runde um Runde nach vorn. Bisher läuft alles nach Plan. Wir haben jetzt 70 Runden Vorsprung rausgefahren auf das Bomber-Team. Das ist ein recht beruhigendes Polster. Das heißt, wir können uns auch den einen oder anderen Boxenstopp erlauben. Und vor allem kann man jetzt in der Nacht etwas vorsichtiger fahren, das Auto schonen und den Vorsprung verteidigen. Die Nacht der langen Messer bricht herein. Licht dürfen wir aber nicht machen. Das würde die Konzentration zu sehr stören. Um die Aktiven zu entlasten, ist wirklich für alles gesorgt. Also es ist chaotisch, es ist anstrengend. Ich bin total müde im Moment. Aber es ist... Man muss es mitmachen, um es wirklich beurteilen zu können. Ich habe mich die Jahre davor gedrückt, habe gesagt, so ein verrücktes Zeug mache ich nicht, aber es bringt Spaß. Fährst du mit rechts oder links? Mit rechts. Zeig uns doch mal hin. Die sieht normal aus. Zittert nicht, nichts, machen wir mal den Zittertest. Sie zittert etwas, ja gut. Zeig noch mal, lass mal. Du musst den Drücker stabil halten, du darfst nicht aus dem Rhythmus rauskommen. Sobald du draußen bist, sag ich jetzt mal, wenn du sagst so kurz, kurz, lang, nur auf der Geraden lang und dann kurz, kurz in der Kurve und du kommst aus diesem Rhythmus raus, dann ist es schlecht. Andere Teammitglieder brauchen dringend ein paar Stunden Erholungsschlaf in ihrem eigens für dieses Event angemietete Wohnmobil. Hoffentlich bekommt dieser Rennfahrer keinen Drehwurm. Und wie war die Nacht? Furchtbar lang. Wir hatten einen großen Schaden an unserem Fahrzeug und sind dadurch auch noch 200 Runden zurückgefallen und dann war auch so ein bisschen die Motivation weg. Und jetzt sind wir alle furchtbar müde und kaputt. Nur Thomas Vogt nicht. Selbstzufrieden kullern seine Augen hinter dem kleinen Liebling her. Er und sein Team können den Vorsprung in der Nacht weiter ausbauen. Solche Patzer machen jetzt auch nichts mehr. Die Konzentration ist einfach futsch. Das Rennen gelaufen. Alle sind froh, als es dann endlich vorbei ist. Die Anspannung weicht. Erleichterung und Freude machen sich breit. Auch der Rennfahrer Sascha Masen ist froh, dieses Rennen ohne größere Blessuren überstanden zu haben. Man gratuliert sich ob solch toller Leistungen. Anschließend die obligatorische Siegerehrung. Immerhin hatte man mit seinem Zeigefinger über 300 Kilometer Distanz gedrückt. Und das ist doch auf alle Fälle eine Trophäe wert.
Für die etwas schlechter Platzierten gab es Regenschirme und Schokolade. Die Gewinner allerdings nehmen schon ihren 5. Pokal in Folge entgegen. Nach diesen Strapazen zerstreuen sich die Racer in alle Winde, bis es im nächsten Jahr wieder heißt, die 24 Stunden von Hamburg. Ja, sehen Sie mal, Carrera-Bahnen sind doch nicht nur was für Kinder. Ich hatte früher auch mal eine, hat tierisch Spaß gemacht. Also vielleicht mit 30, 40, warum nicht noch mal eine Carrera-Bahn kaufen, wenn man Spaß hat.